Guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, der 22. Juni um 10.17 Uhr. Ich bin einigermaßen wach. Ich gehe in letzter Zeit immer so spät ins Bett. Also vor zwei wird es eigentlich nie was. Und heute wurde ich leider wieder von dem Geschrei eines kleinen Kindes geweckt. Und nach einer halben Stunde dachte ich mir so, gehen die Eltern da irgendwann mal rein? Scheinbar nicht. Irgendwann ging, ich glaube kurz vor neun war ich dann so wach, dass ich dann aufgestanden bin. War jetzt schon im Bad, habe schon ein paar E-Mails gelesen und beantwortet. Und zu 12 Uhr werde ich ins Büro gehen, in der Hoffnung, dass ich heute wieder wie gestern, kurz nach 4, aus dem Büro rauskomme. Ansonsten verzichte ich momentan komplett auf Sport. Ich gehe weder zum Laufen noch zum EMS-Training. Wenn ich dann aus oder von Rügen zurück bin, will ich das eigentlich wieder ändern. Am 2. Juli fahre ich eine Woche weg, da bin ich dann auf Rügen und da werde ich dann versuchen, dort jeden Tag am Strand laufen zu gehen, dass ich da so meine 5 bis 10 Kilometer schaffe irgendwie und da wieder ein bisschen reinkommen. Mal gucken. Am 1. Juli geht ja auch die vegetarische Zeit für mich los. Das muss ich nachher, irgendwann die Tage mal noch in einem Video zusammenfassen. Ich muss auch mal ein Video zu der PlayStation 4 machen, die ich habe. Die hat gestern Abend wieder Probleme gemacht nach einem System-Update. Ging erstmal gar nicht mehr an, dann nur im Safe-Mod hochgefahren. Nach dem versuchten dritten Mal des Installierens des Updates waren dann plötzlich ein paar Spielspeicherstände weg von Beyond, was mich auch geärgert hat. Sind natürlich nur Luxusprobleme, aber ärgern einen natürlich trotzdem irgendwie. Was ist denn da draußen gerade los? Feuerwehr. Jede Menge Feuerwehr und Krankenwagen, glaube ich. Ja, und für heute, wie gesagt, nur Büro. Und heute Abend werde ich ein bisschen streamen auf Twitch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Xbox spielen oder PC oder beides. Mal gucken, 19 bis 22 Uhr ist anberaumt. Und mal schauen, was mir da so an Spielen in die Finger kommt. Ja, ob ich heute Abend ins Sommerkino am Potsdamer Platz gehe, da wird heute wieder das Sommerkino von der Jörg Kinogruppe eröffnet, weiß ich noch nicht. Allein will ich auf keinen Fall hin. Der Film ist jetzt nicht so überspannend, geht um eine Frau ab 50, deren Leben sich etwas verändert und an ein oder anderen Enden wohl nicht unbedingt positiv, aber sie trotzdem weiter mit hoch erhobenem Kopf durchs Leben geht. Würde ich mir anschauen, wenn noch jemand mitkommt, alleine. Eher nicht. Wir gucken mal, ob sich noch jemand darauf meldet. Ich habe gestern habe ich gefragt, ob jemand mitgehen würde, aber bisher ist da die Resonanz recht verhalten. Na gut. Okay, also dann, wie gesagt, erstmal einen schönen Mittwoch, eine schöne Wochenmitte und ich melde mich dann morgen Vormittag bei euch. Es wird langsam wärmer, heute Maximaltemperaturen bis zu 27 Grad, das ist aber noch gar nichts. Morgen werden es irgendwie 30 und am Freitag sogar 34. Super. Naja, wie man es nimmt. Also, bis dann. Habt einen schönen Tag. Ciao.